Wir sind in Reihe 25 und häkeln 8 Luftmaschen. 5, 6, 7, 8 und 4 Stäbchen durch die erste Lücke. Ich glaube, bei so langen Anleitungen müssen wir dann Dehnübungen oder sowas mal mit einbauen. 2 Luftmaschen und 4 Stäbchen. Jetzt wieder unser Totenkopfpart mit 8 Luftmaschen, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir häkeln übrigens die Augen, also es wird ein bisschen tricky. Wir häkeln 4 feste Maschen. Luftmaschen, 5, 3 Maschen überspringen, 1, 2, 3, durch die 4. einstechen und noch 4 feste Maschen, 2, 3 und 4, wir drehen die Arbeit und häkeln 10 Luftmaschen, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eine feste Masche durch die Luftmaschenkette, 10 Luftmaschen, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und eine Kettmasche durch die letzte feste Masche. Wir drehen erneut unsere Arbeit und durch den ersten Luftmaschenbogen 10 feste Maschen. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ein bisschen verteilen. Und nochmal 10 feste Maschen durch den zweiten Bogen. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und eine Kettmasche durch die letzte feste Masche hier auf der Seite. Und wir häkeln 8 Luftmaschen, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und häkeln bei der nächsten Lücke 4, na, das ist ein bisschen zu lang, 4 Stäbchen den Block. Und bis zum nächsten Totenkopf dann wie immer 2 Luftmaschen, 4 Stäbchen und so weiter. Wir sind wieder beim zweiten Totenkopf von Häkeln 8 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Stechen durch die erste feste Masche und häkeln 4 feste Maschen. Wir häkeln 5 Luftmaschen, 3, 4, 5, überspringen 3 feste Maschen und häkeln nochmal 4 feste Maschen. Drehen die Arbeit und häkeln 10 Luftmaschen, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eine feste Masche durch die Luftmaschenkette, 10 Luftmaschen, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und eine Kettmasche durch die letzte feste Masche. Drehen die Arbeit nochmal. Und häkeln 10 feste Maschen durch den ersten Luftmaschenbogen. 2. 6, 7, 8, 9, 10. Richten ein bisschen aus. Und 10 feste Maschen durch den zweiten Bogen. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und eine Kettmasche durch die letzte feste Masche. Wir häkeln 8 Luftmaschen, 3, noch ein bisschen enger, 4, 5, 6, 7, 8 und häkeln 4 Stäbchen bei der nächsten Lücke. Zwei Luftmaschen und 4 Stäbchen bei der letzten Lücke. Zwei Luftmaschen und ein dreifaches Stäbchen. Und das war Reihe 25.